fahren Sie durch den Kreisverkehr. Zweite Ausfahrt. Estrada EN125. Wir sind auf dem Weg zu einem kleinen Örtchen Faragudo oder so ähnlich. Westlich von Albufeira, da soll es ganz nett sein, laut Führer. Biegen Sie links ab, dann am Ende der Straße biegen Sie links ab. Wieder alles erwarten und wieder gegen jegliche Planung haben wir uns gerade entschlossen, hier zu paddeln. Wir befinden uns bei einem Ferrabudo, weiter großer Riesenparkplatz, wo lauter Wohnmobile schwarz stehen. Und wir haben es hier genau 30 Meter bis zum Wasser, um in dieser Bucht des Flusses Arada einsetzen zu können. Das macht Bock, das macht keine Arbeit, das gibt uns Power. Übrigens gut, wie versifft unsere Boote mittlerweile sind, versandet und versalzen, pumpen und zusammenwickeln muss alles draußen passieren. Süßwasser sehen diese Boote lange Zeit nicht. Es ist nicht gerade der idyllischste Platz hier, aber groß, weit, viel Platz, Zugang zum Wasser. Und hier stehen so an die 50 Wohnmobile wild. Und hier hätten wir uns auch mit dem Wohnwagen hinstellen können, aber es gefällt uns nicht auf so einer Mülldeponie. Aber hier ist das ideal zum Einstieg, um jetzt hier eine Kanutour zu machen. Diesen Ort hat uns niemand genannt als ideal. Den haben wir heute glatt per Zufall gefunden. Ja, ein wilder Wohnmobilstellplatz in einer großen Flussmündung des Flusses Arada, bebaut, umbaut mit Ferienbunkern, aber sonst eigentlich günstig gelegen. Und wie man sieht, stehen hier jede Menge Wohnmobile und hier können wir heute super unsere Boote zu Wasser bringen. Im Fischerhafen jede Menge Möbel, das heißt, dort fangen Fischer tatsächlich noch irgendwas. Wir starten jetzt zu einer Tagestour in der Flussmündung des Arada, umgeben von den Ortschaften, weiß ich was, schon wieder vergessen, Porto Fiao oder weiß ich was. Spielt auch keine Geige, ist eh kein Reiseführer, was ich hier erzählen will. Und hier in dieser großen Bucht liegt sogar ein großes Ferienschiff. Das werden wir jetzt erstmal in Augenschein nehmen, hier ein bisschen zwischen den Schiffen, Booten und Fischkuttern rumpaddeln und dann gehen wir raus an die Steilküste. Dort wird es heute windig und wellig sein. Sommerlich warm, aber nichtsdestotrotz, unsere Hunde kriegen Schwimmwesten an, wir tragen Schwimmwesten. Sobald wir diese geschützte Flussmündung hier verlassen, wird es zur Sache gehen. Die Schwimmwesten tragen unsere Hunde seit 2015. Sie fühlen sich durch diese Dinger kaum belästigt, im Gegenteil. Sie bieten Scheuerschutz, Prallschutz und auch Kälteschutz, wenn die Hunde schwimmen waren und nass sind und frieren im Wind. Zur Zeit ist noch Hochflut, aber das Wasser beginnt jetzt abzulaufen. Wenn wir heute Nachmittag hier ankommen, müssen wir ein paar Meter weiter tragen, die Boote. Dann verändert sich die Lage schlagartig, aber nicht schlimm. Fly wieder zu mir oder Luzi zu mir. Das kämpfen sie jetzt erst noch ein bisschen aus, wer zu wem kommt, aber ist Quatsch, die brauchen Bewegung. Und wir wünschen ihnen diese Bewegung. Das sind nette, freundschaftliche Mutter-Tochter-Kämpfe. Sehen für Außenstehende immer aus, als würden sie sich gegenseitig abmurksen. Ist aber nicht der Fall gewesen bis jetzt. Zunächst gibt es jetzt hier mal Menschenkulisse, Zivilisationskulisse, Tourismuskulisse.
das durchwachsen mit ein bisschen Kleinfischerei und dann geht's raus aufs Meer. Das stört Wohnmobilisten nicht besonders. Die sind immer stolz darauf, wenn sie kostenlos irgendwo stehen. Diese Befestigungsanlage stammt aus dem 15. Jahrhundert, wurde hier von den Portugiesen erbaut zur Kontrolle der Flussmündung des Rio Arade, der früher schiffbar war. Wenn ich das so genau weiß, dann habe ich das in unserem Algarve-Führer gelesen und fand ich ganz nett. Wir befinden uns hier in einem Grottensystem, in einem kleinen Grottensystem, was jetzt, wo keine Brandungswelle drauf brettert, weil diese Mündung des Arade sehr geschützt ist durch Mauern und Schutzwelle vom Atlantik. Und das hier ist toll, hier kann man schön filmen und fotografieren, ohne dass man gegen die Felsen gedonnert wird, wie das sonst bei Außengrotten oft der Fall ist. In Luzi macht mir immer alle Videoaufnahmen kaputt, weil sie permanent fiepst und raus will und schwimmen will und toben will. Alles andere nur keine Angst hat und jetzt wird sie gleich übersteigen, vermutlich. Flying.
witzig, wie man hier einsackt. Wir haben jetzt Ebbe, das Wasser läuft zurück und gleich werden wir hier einen etwas größeren Sandstrand haben. Während unserer Pause an diesem abgelegenen Platz, wo wir unsere Hunde laufen lassen können, der von Land aus nicht zugänglich ist. Bei unseren Hundeschwimmwesten ist der Griff hier oben. Damit ich gerade sagen wollte, bevor meine Kamera automatisch ausschaltete, weil sie keinen Senkrechthalter verträgt. Die Schwimmwesten unserer Hunde haben Griffe und mit diesen Griffen kann man sie gut aus dem Wasser ziehen, wenn es notwendig ist. Samira hat mich gerade daran erinnert, dass wir uns jetzt schon in der Vorweihnachtszeit befinden und in ihrem Proviantrucksack. Befindet sich unser Lieblingsgebäck aus der Vorweihnachtszeit, nämlich Spekulatius-Kekse. Allerdings sind es diesmal spezielle. Der Hammer ist, diese Spekulatius stammen noch vom Oktober von unserem Holland-Segel- und Windsurf-Trip. Die Holländer machen auch geile Spekulatius. Die kommen ursprünglich aus. Gute. Samira sagt, die kommen sogar dort her. Zu essen, oder? So machen wir das. Also ich dachte ja schon, wenn wir. Jetzt hier jeden Tag Eis essen und so und dann am Ende habe ich die Kekse und sonst mehr ja auch schwachsinn. Das wäre dann mega Quatsch. Ja, ich finde es cool, dass die so gut sind.
mir. Als der gerade an mir vorbeibrettete, da wurde es eng. Ja. Nicht weiter raus. Nicht weiter raus. Hier kann man kentern. Komm mal auf mich zu, schnell. Siehst du, wie schnell wir raustreiben? Ab nach innen rein. Ab, gib Stoff und hau ab. Luzi, bleib! Luzi, komm her! Luzi, komm her! Luzi, komm hier hin! Ab, Sami, hau ab! Luzi, hier schwimmen gehen. Hier in der Mündung des Rio Arade können tatsächlich auch größere Schiffe rein und können hier am Kai anlegen. Es sieht gerade so aus, als wollte dieses große Schiffchen hier ablegen. Ich glaube, wir kratzen lieber mal die Kurve und gehen rüber auf die andere Seite.
Das war heute eine bärenstarke Tour hier in der weiten Mündung mit den vielen Kaianlagen, den Yachthäfen, den coolen Stahlküsten, den wunderschönen Stränden. Es gab viel zu sehen, was da so alles rein und raus fuhr. Und diese Kajaktour hier für uns, die war mindestens genauso interessant und abwechslungsreich wie alle anderen Sachen. Morgen werden wir wieder hierher kommen, wieder unsere Boote aufpumpen, Schnorchelzeug mitnehmen, denn Samira hat sehr schöne Felsen entdeckt, wo wir auch gut anlanden können, wo keine Brandung reindonnert und wo sie in aller Ruhe schnorcheln kann und ich kann filmen, fotografieren, lesen, chillen und mich freuen an diesem herrlichen Spätsommerwetter hier an der portugiesischen Südküste am 14. November 2017. Ja, ich komme immer schon durcheinander. Ich werde allmählich, was die Zeit betrifft, allmählich senil. Jetzt etwa eine Dreiviertelstunde gebraucht, die Boote wieder zusammenzupacken und im Auto zu verstauen. Und morgen beginnt die Übung von vorne, fahren wir wieder hin, blasen wieder unsere Boote auf und machen wieder unsere Tour. So ist das, wenn man ja sein Camp nicht direkt am Wasser hat.